Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von The Witcher. Ja, letztes Mal haben wir dafür gesorgt, dass Priscilla sehr, sehr kreativ werden konnte. Und jetzt haben wir die Aufgabe, ihr Laufbursche zu sein und Dinge zu erledigen. Unter anderem Ordner holen. Keine Leitsordner oder so. Nein, Menschen. Aber bevor wir das machen, machen wir weiter, womit wir letztes Mal aufgehört haben. Oh, wow, die Tür ist sehr episch. Falls es überhaupt noch was gibt. Wir müssen ja, wir müssen ja das Geld, was wir unnötigerweise ausgeben mussten, wieder reinholen. Was machen wir, indem wir die ganzen Sachen hier klauen? So. Solange hier keine Wachen sind und uns niemand aufhält, geht das doch ganz fix. Und gut. Dem geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, wen der sucht. Aber hier findest du ihn nicht. Das kennen wir schon. Ich glaube, das passt so. Keine Ahnung. Was weiß ich. So. Hier war, ja. War hier noch die Tür? Hier ist, glaube ich, der Ausgang. Wirklich viel? Gibt es da jetzt nichts mehr? Oder? Nee, da war nicht der Ausgang. Wo gehst du denn da hin? Oder ist es ein weiterer Auseingang? Hätte ich auch einfach anders reinkommen können? Ich hätte mich auch einfach reinschleichen können. Das wäre kostenlos gewesen. Ist ja uncool. Warum erfahre ich das erst jetzt? Und wieso kann ich das nicht mitnehmen, was auch immer in dieser Kiste ist? Doch, gerade ging's. Da, ha. Wo sind wir jetzt? Oder komme ich hier nicht weiter? Ha, okay. Hier wäre es tatsächlich gar nicht weitergegangen. Hier ist irgendwie so eine komische Statue. Keine Ahnung. Naja, gut. Dann nicht. So, jetzt muss ich nur noch den Ausgang wiederfinden. Oh, das war der Ausgang. Ha. Okay, gut. Wo müssen wir hin? Oh, das fühle ich, das fühle ich. Ich verlaufe mich auch dauernd dahin. Ach, da können wir ja gar nicht schnell, mich mal schnell hinreißen. Schade, müssen wir laufen. So. Ich kann unser Zeug ja gleich verkaufen. Haben wir überhaupt irgendwas? Ja, wir haben die Sachen hier. Hätten wir früher bekommen müssen. Bevor wir uns mit Triss getroffen hätten. Naja, egal. Erstklassige Schwerter. Schön für dich. Ich habe hier Zeug, was ich nicht haben will. Zeig mal, was du anzubieten. Das und das und das. Da. Werd glücklich damit. Kannst du dich schick machen. Bis dann. Kannst du was machen, was ich nicht machen will? Schick machen. So. Dann müssen wir irgendwo hin. Ich habe keine Ahnung, wohin. Zu den Docks. Steht doch da. Achtung, aus dem Weg. Wenn mir nicht aus dem Weg geht, den renne ich um. Sag ich doch. So. Vielleicht finden wir ja sogar unterwegs einen Händler, der mein Zeug haben will, das ich nicht haben will. Die auf dem Platz, da wollten ja nichts haben. Kann ich das Zeug nicht verkaufen. Naja, aber ist ja wurscht. Ist ja egal. Aber wir hätten doch schnell reisen können. Hä? Laufe ich gerade falsch? Wo laufe ich denn gerade hin? Ach, der... Oh. Wow, ich hab's drauf. Naja, egal. Sind wir schön durch die Stadt gelaufen, haben wir die Stadt mal wieder ein bisschen gesehen. Ist doch alles super. Hätte vielleicht ein bisschen genauer drauf achten sollen, aber hey! Oh, was geht denn hier ab? Netter Kampf. Gute Beinarbeit. Forderst du mich heraus oder willst du dich mit Haal messen?
Hexer gegen die Bestie von Metina. Oh Gott, müssen wir jetzt Boxkampf machen? Unbändige Wildheit. Seid ihr wirklich aus Nilfgaard? Aus Metina, verdammt. Nicht aus Nilfgaard. Aufgezogen von wilden Hunden in den Sturmebenen von Magdeira. Brüder des Blutvergießens in Metinas berüchtigten Drecksarenen. Wer tritt den Wilden aus dem Süden entgegen? Wer sieht den Bestien ins Auge? Hier, ich hab Arbeit. Ich bräuchte euch als Aushilfe. Wir führen ein Theaterstück auf. Sollen wir auf der Bühne jemanden verdreschen? Ihr sollt als Ordner arbeiten und dafür sorgen, dass weder auf noch vor der Bühne jemand verdroschen wird. Da bist du bei uns falsch. Verdreschen ist unser Geschäft. Ich bezahle euch was, wenn ich gewinne. Oh, ich will kein Geld ausgeben, aber ich bin echt schlecht im Faustkampf. Egal, wird lustig. Wie wär's mit deiner Wette? Wenn ich Hal schlage, arbeitet ihr gratis für mich. Tja, Hal hat's nicht so mit Theater. Tragische Romanze. Ich erspar dir die Details. Man wird ihn irgendwie überzeugen müssen. Vielleicht so. Kämpf gegen uns beide gleichzeitig. Kampf des Jahrhunderts. Oh Gott, das geht nur schief. Das geht schief. Zweiköpfigen Drachen von Metina. Was, wenn ich verliere? Oh, das wirst du. Dann arbeiten wir trotzdem für dich. Du musst nur doppelt zahlen. Ja, okay, das Risiko gehe ich an. Gut, ich kämpfe gegen euch beide gleichzeitig. Erst her mit dem Geld. Verlierst du, gehört uns. Oh. Okay. Hier, ich zahle. Ah, na gut. Geld, wie versprochen. Wenn ich gewinne, krieg ich's zurück. Hab ich einfach die 10 Kronen nehmen können? Ich meine, wir haben ja nicht mal... Ich meine, wir haben ja noch nicht mal da vorne geredet, das ist... Mal schauen, wie gut das... Hey! Okay, ich kann nicht ausweichen, das ist uncool. Ah, okay, ich kann so ausweichen. Ah! Oh, ich werde verlieren. Weil gegen 2 ist unfair. Haben wir ja schon letztes Mal festgestellt, dass ich gegen 3 kämpfen musste. Und der eine ist schon down. Okay. Bringen wir es zu Ende. Oh, ich habe gewonnen. Oh, ich bin gut. Jetzt hat alles nur Schlag. Ja, ja. So eine schöne Klopperei kriegst du nicht oft. Was, Hal? Dem hat's die Sprache verschlagen. Aber ich seh's ihm an. Der Kerl mag dich. Zeit für eine kleine Pause. Wir bewachen, was du willst. Cool. Umsonst, nicht Hal? Ich nehme mein Geld wieder zurück? Hier hast es zurück. Okay. Und keine Sorge. Wir sind da, bevor der Tanz losgeht. Cool. So, jetzt brauchen wir das. Noch schon Klöre. Am besten drücken wir dazu W, um vorwärts zu laufen, anstatt E. Klappt es besser. So, E brauchen wir es hier. Bewaffnete Grobian in der Stadt. Um dann dahin zu laufen. Bis hier hätte ich auch ein bisschen logisch nachgedacht. Hätte mir auch klar sein können, dass 300 Meter ein bisschen weit weg sind. So, das ist eigentlich gar nicht stimmen kann. Aber hey. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Ah, nein, nicht schon wieder Faustkampf. Das hatten wir gerade. Wir schlitzen die schön auf, wie es sich für einen Hexer gehört. Na, leg's ab. Zack. So ist fein. Der denkt so, oh, der hat die gerade niedergemacht. Oh, wir drehen wieder um. Tschüss. Wir waren gar nicht hier. Die war so. Wachen vor Triss Haus. Nicht gut. Vielleicht hat er gelogen. Du hast gelogen, als ich ihm den ersten Finger abgeschnitten habe. Was geht hier vor? Schimmel in der Stadt. Wir reinigen sie. Was guckst du, als wärst du barfuß in Scheiße getreten? Zieh ab!
Benehmt euch, ja. Benehmt euch. Benehmen? Sei froh, dass wir dir nicht die Fresse poliert haben, du Köter. Warte, schnapp ihn. Ich erteile ihm eine Lektion. Gut, ihr wolltet es nicht anders. Nein, nicht schon wieder Faust. Ja, das habt ihr richtig erkannt. Keine Chance gegen mich. Oh, nein, ich hab das Schwert. Ich hab das Schwein getötet. Nein, das arme Schwein. Was steht es da auch so rum? So geht das. Boom. Hat der nichts? Was habe ich denn da gerade bekommen? Einen blutigen Zielbolzen. Das war ich, was ich gesehen habe. Das war ich, habe ich, glaube ich, gesehen. Naja. Gut. Ach, nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Juhu. Hübsche Melodie, schon mal. Aber verdammt traurig. Dann drückt sie meine Stimmung aus. Was suchst du hier? Falls ihr euch noch dran erinnert. Ich gleich doch hier, glaube ich. Als ich Triss gesucht habe und ihr Haus und mich verlaufen habe und im falschen Haus gelandet bin. Ich suche die Lunden. Seid ihr das? Wir haben kein Geld. Lass uns in Frieden. Da liegt wohl ein Irrtum vor. Oh, tut mir leid. Ich dachte, der Vermieter hätte uns wieder einen Schläger geschickt. Ein Schläger? Schmeichelhaft. Danke. Vergib uns. Du siehst gefährlich aus. Und wir hatten in letzter Zeit reichlich Ärger. Nissa ist mit den Nerven am Ende. Wie wir alle. Ich will kein Geld von euch. Im Gegenteil, ich hätte welches. Sofern ihr die Kunde von Madame Irinas neuem Stück in der Stadt verbreitet. Oh, das geht leider nicht. Seit der Premiere unserer folgenreichen Ballade Heiliger Himmelfahrt, fromm ist er nicht, fressen und huren, das kann er, der Wicht, werden wir von Fettsacks Bande verfolgt. Fettsacks Bande? Ach, Strauchdiebe. Vom Kult bezahlt. Die Stadt wimmelt von solchen Banden. Sie haben Nissa bedroht. Wollten ihr die spitzen Ohren mit einem Schnitzmesser abrunden. Sie lassen uns nicht auftreten, vergraulen das Publikum, zerstören die Instrumente. Und neuerdings lauern sie uns direkt vor dem Haus auf. Wir wissen nicht weiter. Haben sie einen von euch verletzt? Noch nicht. Aber das ist nur eine Frage der Zeit. Nissa hat gehört, dass sie irgendwas anzünden wollen. Und wenn ich euch Fettsack und seine Jungs vom Hals schaffe, werbt ihr dann für Irinas Stück? Ja, aber das wird nicht einfach. Die lassen nicht mit sich reden. Ich bin sowieso kein großer Redner. Cool, dann müssen wir erst auch das hier erledigen. Schön. Sag ich doch, Laufbursche oder so. So. Hallihallo, Hallöchen. Ich würde gerne mit euch reden. Ihr seid das also. Hey, Fetzer, guck, was wir hier haben. Spinnig oder hast du Katzenaugen? Ja, voll cool. Ja, oder? Tatsächlich hat wohl ein Gossenkater seine Mutter gevögelt. Was treibst du in der Stadt des ewigen Feuers, Miezekatze? Lass die Lunden in Ruhe. Die Würmer, die Hierarch Himmelfahrt beleidigt haben, ihn einen Freier genannt haben? Lieber trete ich die heilige Flamme aus. Sag den verdammten Dichtern, sie sollen herkommen. Wir rammen ihnen die Flöten in die blasphemischen Ärsche. Dann pfeifen sie ein anderes Liedchen bei jedem Furz. Oh, ihr wisst, was ich jetzt mache. Lass die Lunden in Ruhe. Ja, wir lassen sie in Ruhe. Was zur Hölle? Schwarze Magie. Er ist ein Magier. Auf ihn. Darauf wollte ich sie anlegen. Ja. Kämpfen! Hä, warum hast du jetzt dein Schwert weggepackt? Oh, ah, deshalb. Ich verstehe. Wir haben Schuss bekommen. Ha. Ach, dieser Anblick.
denen hast du's gegeben? Eins, zwei über den Rücken, dann wumm, voll auf die Birne. Endlich kann ich rausgehen, ohne mich unter einer Kapuze zu verstecken. Oh, danke, vielmals. Bitte, gerne. Das war doch nichts. Und ob das was war? Glaub nicht, dass wir unser Versprechen vergessen. Wir singen uns die Kehlen bunt, um Irinas neues Stück zu preisen. Was nehmt ihr dafür? Kein Kopper. Du hast uns geholfen. Warum sollen wir dir nicht helfen? Wir kriegen die halbe Stadt in das Stück. Wart's ab. Einige schnelle Vorbereitungen und dann sind wir auf der Straße. Bis zum nächsten Mal. Cool, alles kostenlos. So, hat der nichts fallen lassen? Schon cool. Cool, dann gehen wir zurück zu Irina. Also wirklich, Arme mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Hier sind Wachen und Hexenjäger. Gut, dass sie sich nicht eingemischt haben. Das verwirrt ihren Geist. Geht's dir gut, Schwein? Du bist ein bisschen abgehoben. Ah, okay. Ist wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Bei den Titten einer Mittagserscheinung. Du bist ja ein größerer Lobprinzander als ich. So, dann kehren wir zurück. Und wie lief's mit diesem Heiler? Suchst du jemanden Fremder? Was für Fremder? Wir haben euch dir gerade geholfen. Okay, die kennen mich wahrscheinlich nicht mehr. Oder sie zumindest. Sie nennt mich auf einmal Fremder. Die hier noch. Okay, danke. Er ist ein Doppler und sie, doch nein. Wann hast du dir zuletzt die Haare gewaschen? Das sollen die Füchse euch zeigen. Ich hab doch niemals verraten, was es um dieses Stück geht. Hm. Naja, über. Siehst du, Hall? Masse mag wichtig sein, aber die Technik macht den Unterschied. Okay, darf ich rein? Ja, ich muss dich nochmal Geld bezahlen. Das ist gut. Der singt vor sich hin. Wo befindet sie sich denn? Ah, hier. Hallo. Da bist du ja. Ich habe einige Ordner anheuern können. Wunderbar. Ein Problem weniger. Ich wollte über den Text reden. Ist nicht schlecht geschrieben. Eigentlich gefällt er mir sehr gut. Ich wollte Dudu zuliebe nicht auf meinen Ansprüchen bestehen, aber das hier könnte sehr interessant sein. Ich weiß schon genau, wie ich den Diener, den Hexer und die Königin besetze. Aber für Prinz und Prinzessin fällt mir noch niemand ein. Erstmal, bringen diese Vorstellungen viel Geld ein? Tja, kommt drauf an. An guten Tagen passen kaum alle Zuschauer auf den Platz. Und mal sind wir wieder froh, wenn wir auf eine Handvoll Koffer kommen. Du bekommst natürlich auch eine Gage. Du bist jetzt Mitglied des Ensembles. Danke. Danke. Passives, ist das dieses passives Geldverdienen, von dem alle reden im Moment? Okay, wer spielt den Hexer? Reden wir mit der Prinzessin. Oh ja, wer spielt den Hexer? Wer spielt den Hexer? Ein Laie. Ich arbeite zum ersten Mal mit ihm. Aber der kriegt das schon hin. Neu in der Truppe? In gewisser Weise. Ach, du weißt doch genau, dass ich von dir spreche. Oh. Ja, also. Cool. Es wird bestimmt witzig. Das ist einfach eine gute Idee. Ich will das sehen. Gute Idee. Ich erwarte keine stehenden Ovationen. Aber Dudu wird mich sehen. Das ist die Hauptsache. Aber du strengst dich doch an, oder? Lernst wenigstens deinen Text? Ja, ja. Natürlich, ich gebe mein Bestes. Gut, weiter geht's. Also, die Prinzessin. Kleine, aber wichtige Rolle. Fällt dir jemand ein, der sie spielen könnte? Priscilla wäre die naheliegende Wahl. Sie ist jung und schön, aber ich habe mehr Bühnenerfahrung. Heißt es nicht so schön Alter vor Schönheit? Andererseits, ich weiß ja nicht, ob sie da eine Brücke aufziehen würde, aber vielleicht.
würde Priscilla dann besser passen? Ich weiß es nicht. Ach, soll sie spielen? Am Ende ist sie vielleicht pissig auf uns oder so. Keine Ahnung. Das sollte Priscilla tun. Nichts für ungut, aber die meisten Leute... Finden Aussehen wichtiger als Talent. Verstehe. Ich sag ihr Bescheid. Entschuldigung. Sie wird zweifellos entzückend sein. Nichts gegen dich, aber... Aber du hast recht. Das ist so. Aussehen ist das, was zählt. Oder so, keine Ahnung. Wer sollte deiner Meinung nach den Dopplerprinzen spielen? Ich versuche mich zwischen zwei Kandidaten zu entscheiden. Aber Ladriza wäre die sichere Wahl. Seit Jahren bei der Truppe, technisch makellos. Aber er reißt die Leute nicht gerade vom Hocker. Und die andere Möglichkeit? Maxime Bollier, herausragender Schauspieler. Das Publikum liebt ihn. Aber man weiß nie, ob er nüchtern ist oder überhaupt kommt. Ich würde ja lieber auf Nummer sicher gehen. Am Ende kommt er nicht oder funktioniert unser ganzer Plan nicht wegen dem. Nehmen wir Abelard. Besser ein zuverlässiger Handwerker als ein unberechenbarer Künstler. Gut so. Das Projekt ist auch ohne Maxim schon riskant genug. Gut, dann gut, ist wohl geschwätzt. Ich habe endlich die Besetzung. Sieht ganz so aus. Bist du bereit, dich in deine Karriere als Verkleidungskünstler zu stürzen? Yay. Ich muss noch meinen Text lernen. Ich arbeite dran. Ich muss noch meinen Text lernen. Ganz schön viel zum Auswendiglernen. Für jemanden, der ein Bestiarium und Dutzende alchemistischer Tränke auswendig weiß, sind so ein paar gereimte Zeilen doch ein Klacks. Viel Glück. Also bitte, wenn das hier... Muss ich es noch finden? Haben wir das überhaupt noch? Na, ist egal. Ihr habt ja gesehen. So, wie viel Text das war. Also wenn das wirklich der komplette Text ist, dann ist es jetzt nicht so viel. Ja, ich wollte eigentlich nur wissen, was da kommt. So. Oder keine Ahnung. Let's go. Bist du ja. Und? Kommt dir der Premiere schon näher? Hellebardenträger Nummer 2 sitzt in der Requisite und heult. Sonst läuft's prima. Und du? Schon bereit? Ja, natürlich. Ich heul zumindest. Also gut, fangen wir an. Bringen wir es hinter mich. Das sagen alle beim ersten Mal. Und dann kriegt man sie gar nicht mehr runter von der Bühne. Es ist toll. Du wirst sehen. Yay. Sultan? Oh, was machst du denn hier? Prissy hat mir erzählt, dass sie ein Stück mit dir in der Hauptrolle aufführt. Ich spiele nicht die Hauptrolle. Und da würde ich mich doch eher rasieren, als das zu verpassen. Erzähl, trittst du in Strumpfhosen und Schamkapsel auf? Komm, Geralt, du musst dich vor dem Auftritt konzentrieren. Viel Erfolg. Hey! Meine Damen und Herren, ehrbare Bürger der geweihten Stadt Novigrad, willkommen! Wir haben eine vortreffliche Komödie für euch. Der Titel: Die Errettung des Wandlers oder des Hexers Triumph. Die Darsteller: Hexer Geralt als er selbst, Katharina als Königin, Leo Riebe als treuer Diener. Als Prinz seht ihr einen Veteranen der Novigrader Bühnen, Abelard Ritzer. Und als Prinzessin die entzückende Bardin mit Nachtigallenstimme, Priscilla. Warum ist der Typ da oben ohne? Warum sind manche Typen ohne? Oh, eine Katze! Erster Akt. Oh, sie ist süß. Hoheit, der Schlechter der Monster spricht vor. Er kam, wie ihr wünschtet, und steht vor dem Tor. Ich muss mit ihm sprechen, drum nichts wie herein. Zuvor tränk ich allerdings gern etwas Wein. Hexer, dein Wirken ist wahrlich sehr wichtig. Monster sind an dieser Tafel nicht richtig. Halt darum Ausschau. Und kommt es, schlag zu. Dann trinken wir Brüderschaft.
und sagen du. Oh Gott, ich kann den Text doch nicht. Denn Monster zu töten, ja, das macht mir Spaß. Ich tue es daher ohne Sinn oder Maß. Jemine. Der hirnlose Hexer geht uns auf den Leim. Ich leuchte ihm später noch anständig heim. Das Monster wird kommen. Der Hexer schlägt's tot. So bringen wir rasch wieder alles ins Lot. Doch ach, meine Kleine wird unglücklich sein. Ich schenk ihr was Schönes. Sie wird's schon verzeihen. Ich wusste, eine Komödie ist eine schlechte Wahl. Zweiter Akt. Hier sind wir versammelt, in edelster Rund, zu feiern der holden Verlobung zur Stund. Doch ach, kein Monster erspäh ich hier. Vielleicht nur den Gästen, vielleicht verbirgt es sich. Vielleicht verbirgt sich's im Keller oder in einem Fass Bier. Wir sind richtig gut. Liebste, die Leidenschaft in unseren Herzen brennt schon seit Monaten heller als Kerzen. Heute sei Schluss damit, werd meine Braut. Ich hab keine Ruhe, bis wir endlich getraut. Oh, Liebster, mein Ja, wie wunderbar. Trinken wir darauf vorzüglichen Wein. Das Paar, es möge gesegnet sein. Verrat, dieser Wein ist mit Silber versehen. Wie ekelhaft. Auf den Abort muss ich gehen. Potzblitz, der Prinz ist ein Doppler, oh nein. Falls sie ihn wirklich liebt, sie liebt ihn und mag er auch. Falls sie ihn wirklich liebt, ist sie wohl sein. Dort, Hexer, ist das Biest, das ich erwähnt. Töte es rasch, wie bestellt und ersehnt. Nicht doch, halt ein! Der Mann dort ist mein! Fort mit den Waffen! Ein Doppler ist er? Als ob schon deswegen ein Monster er wäre. Die äußere Gestalt macht das Monster nicht aus. Sondern schlechte Moral, sondern Bosheit im Herzen. Moral. Sondern schlechte Moral und ein mickriges Haus. Recht hast du, Hexer. Okay, das war schlecht. Auf dass er nach seinem Bedarf für mich lenke. Der Doppler soll leben, meine Tochter sei sein. Sie liebt, was er ist, darum wird er sie freien. So schließen wir. Und die Moral der Geschichte? Doppler sind keine Mannschaft, wer Doppler nicht Dieb hat. Das hier... Doppler sind keine Monster, drum tötet sie nicht. Der Hexer ist wahrlich ein Dopplerfreund. Doch du, Schurke, bist unser aller Feind. Wachen, kommt her! In den Kerker muss er! Hey, hört ihr, was die Prinzessin sagt? Kommt hoch! Also los, Meister! Rauf da! Rauf auf die Bühne! Werf den Verräter in den Kerker! Keine Angst. Es werden noch alle glücklich bis an ihr Ende leben. Prinzessin und Doppler vermählten sich gleich. Und sogar das Dienerherz wurde dabei weich. Doppler auf den Scheiterhaufen! Verbrennt sie! Schon gut, Kumpel. Das ist doch alles nur Spaß. Eine Komödie. Meine Güte, selbst ein Ghoul könnte den Prinzen spielen.
Immerhin hat es den Leuten wohl gefallen. Ah, der Vizekatz hat es auch gefallen. Geralt, du hast mich erkannt. Wie nur? Sei gegrüßt, Dodo. Hab von dem Andenken gehört, das Hurensohn auf deinem Gesicht hinterlassen hat. Dann weißt du alles? Hast du Ciri gesehen? Nein, ich suche sie noch. Geralt, meisterlich, es war toll. Hab seit Ewigkeiten nicht mehr so gelacht. Die Jungs werden's nicht glauben. Sag mir nur eins, du und Rittersporn. Wie habt ihr es geschafft, Räuven, Hurensohn und die Tempelwache auf einmal gegen euch aufzubringen? Das war nicht so geplant. Wie bist du nach dem Kampf bei Hurensohn entkommen? Warum hast du nicht Kontakt mit Priscilla aufgenommen? Das hier interessiert mich mehr. Ciri ist zu Hurensohn zurückgegangen, um dich zu holen. Wie bist du entkommen? Ich bin ihr ja nachgelaufen, aber ich wäre ihr nur ein Klotz am Bein gewesen. Sie hat mich angefleht, dass ich mich verwandle und abhaue. Ich habe Ciri und Rittersporn gesucht, aber sie waren wie vom Erdboden verschluckt. Ich hatte Todesangst und verwandelte mich jeden Tag in jemand anderen. Ich wollte mich sogar in Ciri verwandeln, um ihre Verfolger reinzulegen, aber... Immer langsam, Kumpel. Geralt, wann hast du Cirilla zuletzt gesehen? Ist ein Weilchen her, oder? Ein Weilchen, ja. Bei mir auch. Sie muss ja jetzt erwachsen sein. Dudu, tu uns einen kleinen Gefallen und zeig uns Ciri mal kurz. Geralt? Ja, ich weiß zwar schon, wie sie aussieht, aber... let's go. Verwandle dich in sie. Es ist seltsam, wenn ihr mich beide so angafft. Genügt das? Oh. Ja, das reicht. Blöde Idee. Oh nein, er weint. Du bist doch nicht wütend auf mich, Geralt? Nein. Da bin ich froh. Und Rittersporn? Konntest du ihn finden? Die Hexenjäger haben ihn. Aber es gibt auch gute Neuigkeiten. Es war hier, Menge ist tot. Menge ist tot. Ah, diese Bestie. Gut, dass sie endlich jemand umgebracht hat. Obwohl gewiss jemand den Posten übernimmt, der mindestens genauso übel ist. Da wäre ich nicht so sicher. Vielleicht ist es diesmal jemand Anständiges. Wovon redet er? Wir können Rittersporn befreien. Wir brauchen aber deine Hilfe. Was kann ich tun? Nimm Menges Gestalt an und gib Befehl, Rittersporn nach Ochsenfurt zu verlegen. Wir legen uns in der Schlucht bei dem Weg auf die Lauer und schnappen Rittersporn, wenn der Konvoi vorbeikommt. Halt, nicht so schnell. Wie soll ich Menge denn darstellen? Und wo Rittersporn sitzt, weiß ich auch nicht. Niemand weiß, dass Menge tot ist. Du brauchst keine Entdeckung zu fürchten. Niemand, außer dir? Hat das irgendwas mit dem Feuer bei den Baracken der Hexenjäger zu tun? Wir waren in der Gegend. Wie schade, dass ich das nicht gesehen habe. Rittersporn wird auf der Tempelinsel gefangen gehalten. Du musst herausfinden, wo genau. Aber was, wenn sie Verdacht schöpfen und Fragen stellen? Ich verwette meine beste Axt, dass niemand den Kommandanten der Tempelwache belästigt. Außerdem bist du ein Doppler und ein Schauspieler. Du kannst bestimmt doppelt so gut improvisieren, wenn du in der Klemme steckst. Wenn's eng wird, gehst du einfach um die Ecke und verwandelst dich in ein vollbusiges Mädel oder eine Dohle oder so. Natürlich, so einfach ist das. Danke auch. Hör mal, du schaffst das schon. Menge gilt als vermisst. Du kannst dir ausdenken, was du willst. Meine Jungs und ich legen uns in der Schlucht auf die Lauer. Geralt stößt dazu und wir warten auf deine Nachricht. Aber wie soll ich euch als Menge kontaktieren? Eine Nachricht schicken, dass der Konvoi aufgebrochen ist? Dir wird schon was einfallen.
Du bist doch ein schlaues Kerlchen. Und? Alles klar? Dudu, beweg deinen Hintern zur Tempelinsel. Ich trommle meine Leute zusammen und wir warten auf dich, Geralt. Ja, wir sehen uns in der Schlucht. Wartet! Halt! Moment mal, wie geht's denn danach weiter? Ich soll ja wohl nicht Menge bleiben, wie Chapelle leben und dann und wann einen Ketzer verbrennen, um den Schein zu wahren. Nein, wenn alles vorbei ist, kommst du zum Rosmarin und Thymian, wo wir uns alle treffen. Und uns wie die Iltisse besaufen. Abgemacht? An die Arbeit! Oh, Geralt, Geralt. Ich fürchte, ich schneide auf der Monsterjagd besser ab als du auf der Bühne. Könnte sein, aber es wäre wohl klüger, es nicht zu versuchen. Die Vorstellung im Allgemeinen, was denkst du darüber? Ich bezweifle, dass das Publikum alles verstanden hat, aber das war auch nicht zu erwarten. Ich bin sehr froh, dass die Lunden die Nachricht verbreitet haben. Das war ein großes Publikum. Du hattest recht, Abelard den Prinzen spielen zu lassen. Maxim wäre bestimmt betrunken auf die Bühne gekommen oder er hätte die Premiere ganz vergessen. Bitte sehr, deine Gage. Ich muss zugeben, dein Schauspiel ist sehr minimalistisch. Hast du irgendwo studiert? In Kaer Morhen. Minimaler Ausdruck bedeutet maximale Wirkung. Danke für die Bezahlung. Bis dann. Ja, und mit diesen wundervollen Schauspielkünsten und im Gespräch, aber unsere wunderbar unvergesslichen Schauspielkünsten, ne? Verabschieden wir uns. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis hoffentlich zum nächsten Mal. Bye-bye.